Paneuropa, der Podcast. In Zusammenarbeit mit den Studios Thorson Dohr. Reinhard Klutschek im Gespräch mit Dr. Sergei Osadchuk, Gouverneur der Region Bukowina in der Westukraine. Die Ukraine ist ja ein Land mit einer eher zentralistischen Verwaltung. Das geht zum Teil noch auf das Sowjetsystem zurück. Allerdings wurden hier in der jüngeren Vergangenheit Schritte in Richtung Dezentralisierung gesetzt, die den Regionen und auch den Städten mehr Freiheiten gibt. Dazu die allgemeine Frage, wie hat sich der Weg der Dezentralisierung bewährt? Und auch die spezielle Frage, wirkt sich das auch auf die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie aus? Eine sehr gute Frage zu einem sehr richtigen Zeitpunkt. Denn gerade in diesen Tagen, also höchstens noch eine Woche, und dann muss die Regierung neue administrative Einteilung der Ukraine beschließen. Also als ich zu diesem hohen Posten des Regierungschefs hier oder des Landeshauptmanns in der Ukraine berufen wurde, im November 2019, war das die Endphase. Also bis dahin lief das alles auf freiwilliger Basis. Es gab 4 Jahre Zeit, um die Gemeinden zusammenzulegen, zu kommunizieren, Verständigungsbasis und Überlebensstrategie der Gemeinden zu entwickeln. Denn von dem sowjetischen System, also wird das jetzt wirklich dieses Prinzip, von dem ich so oft bei vielen Tagungen und Kongressen der Paneuropa-Bewegung gehört habe, nicht Subsidiarität wird jetzt in der Ukraine zum Hauptfundament, Selbstverwaltung und Selbstverantwortung übernehmen, aber nicht nur deklarativ, sondern tatsächlich mit Steuereinnahmen. Also die Regierung hat viele, viele Entwicklungsinstrumente den Menschen hier auf der Gemeindeebene gegeben. Und als ich nun zum Chef der Landesregierung hier wurde, war das Endphase und man hat alle Akteure aus diesem Prozess schon sozusagen ausgeklammert und ich durfte jetzt und bis heute noch bestimmen, was ist dann nun das Endprodukt dieser Dezentralisierung. Denn wir haben von 52 geplanten Gemeinden in der Bukowina sind 39 gebildet worden. Aber etwa mehr als ein Dutzend. Also es wurden Gemeinden vergrößert, zusammengelegt. Vergrößert, zusammengelegt, nicht? Also, und es lief nicht reibungslos. Es gibt historische Gegensätze, es gibt Streitigkeiten, es gibt Konkurrenz zwischen den Gemeinden. Aber wir sind auf dem guten Weg. Die Regierung wird es beschließen. Die Ukraine steht dann mit beiden Füßen fest auf dem gleichen Fundament wie auch die meisten erfolgreichen Staaten und Länder Europas und der Welt, die mit demokratischen Gesellschaftsordnung leben. Und wir werden in diesem Jahr im Herbst, am 25. Oktober, auch die ersten Kommunal- und Gemeindelokalwahlen haben, wo die Gemeinden dann neue Verwaltungskörper bilden werden. Bevor Covid-19 die Nachrichten zu dominieren begann, war die Ukraine vor allem wegen des Krieges, den Russland gegen das Land führt, in den Medien. Erst die Annexion und Besetzung oder Besetzung und Annexion der Krim, dann der Krieg in der Ostukraine. Wie ist denn hier die aktuelle Lage, beziehungsweise hatte die Pandemie einen Einfluss auf den Krieg? Nicht nur die Pandemie, sondern die Bemühungen unseres Präsidenten, der auch direkt und persönlich mit dem russischen Präsidenten Putin telefoniert, verhandelt, nicht nur im Format des Normandie Gespräches, sondern auch direkt. Und ich glaube, diese beiden Faktoren haben also diesen Dialog, wenn ich dieses Wort hier verwenden darf, weil das ist nach wie vor Krieg,
nach wie vor werden Soldaten der ukrainischen Armee und Zivilisten getötet und verwundet. Aber zumindest ist es in den letzten Monaten zweimal zur großen Austausch und Freilassung der Inhaftierten und Gefangenen gekommen, zuletzt jetzt vor Ostern. Und andererseits muss ich sagen, täglich wird das ukrainische Gebiet von den prorussischen und russischen Einheiten beschossen. Und ich musste auch als Gouverneur der Bukowina bereits einen jungen Leutnanten hier zu Grabe tragen, der vor zwei Wochen im Osten gefallen war. Das heißt, der Krieg geht weiter, aber es gibt doch Verhandlungen mit Russland, um das zu beenden. Der Krieg geht weiter. Die erste Bemühung ist, Feuer einzustellen und Waffenruhe zu ermöglichen. Also man kann über nichts weiteres sprechen, wenn Hintergrund der vorhandenen Kanonen sprechen. Und leider sind wir davon noch entfernt und ich weiß nicht genau, wann es aufhören will, aber ich weiß ganz genau, von wem es abhängt und wer es auf einmal beenden kann. Und unsere andere Befürchtung ist, ob der Putin mit seiner Expansionspolitik bedient durch Pandemie, aber auch Ölpreiskrise nicht zu schärferen und noch aggressiveren Schritten sich entscheiden wird. Also da gibt es sowohl als auch Möglichkeiten. Ja, also um abzulenken von den Schwierigkeiten, die dadurch dann kommen. Was sehr bedrohlich ist, dass das russische Parlament den Putin erlaubt hat, benachbarten Gebiete einzugliedern, nicht? Und de facto zu besetzen und zu erobern. Mhm. In Ländern wie in Österreich und auch in Deutschland haben wir während der Pandemie ein interessantes Phänomen beobachtet, dass nämlich die Beliebtheit der Regierung steigt. In Deutschland ist die CDU wieder auf Werten bei 30%, in Österreich ist die ÖVP sogar bei Werten weit über 40%, 45%. Kann man ähnliche Tendenzen auch in der Ukraine beobachten? Also wirkt sich das positiv für die Beliebtheit der Regierung aus? Unsere Regierung und unser Präsident sind noch frisch im Amt. Vor zwei Tagen war das erste Amtsjahr unseres Staatspräsidenten Volodymyr Zelensky. Und ich glaube, es ist nicht nur der Pandemie zu verdanken, sondern auch seinem Bestreben in diesem ersten Jahr so viel wie nur möglich zu bewältigen und in Bewegung zu setzen. Aber durchaus sprechen die soziologischen Umfragen dafür, dass er, der Staatspräsident, noch sehr, sehr große Beliebtheit und Anhänger hat. Er persönlich. Die Regierung wurde vor einem Monat bei uns noch erneut, nicht? Also der Ministerpräsident Oleksiy Gontscharuk ist abgesetzt worden. Der neue, Denis Schmigel, wurde bestellt. Die überwiegende Anzahl von Ministern wurden auch ausgetauscht. Somit sind wir in einem permanenten Erneuerungsprozess und auf der Suche nach effektiven Verwalter und Manager unseres Staates. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Und ich hoffe, dass wir einander bald bei einer Paneuropa-Konferenz in Czernowitz treffen können. Ich danke für diese Gelegenheit und für die Unterstützung und die Solidarität aus Österreich, die wir verspüren. Das ist uns sehr wichtig. Und deswegen möchte ich nur schöne Grüße schicken und alle bitten, gesund zu bleiben. Das war Paneuropa, der Podcast. Reinhard Krutschek im Gespräch mit Dr. Sergej Osadczuk, Gouverneur der Region Bukowina in der Westukraine. Eine Produktion der Studios Thorsendorf Brüssel. Redaktionelle Leitung Philipp Jauernick. Technische Direktion Die
Dieter Grohmann.